tell me if you're really there. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute sitzen wir hier mit ganz viel Deko, denn wir haben was richtig Cooles geplant. Und zwar wollen wir sozusagen einen Adventskranz machen, nur halt auf einem Teller und nicht, oder auf einer Platte und nicht auf einem Kranz, weil wir es ein bisschen schöner finden. Und wir waren jetzt gerade einige Dinge besorgen bei Teddy, Kick und Thomas Phillips. Obwohl, Teddy haben wir gar nichts gekauft, doch, ne? Nee, stimmt. Ja, nee. Ja, eigentlich nur Kick und Thomas Phillips. Und so ein Blumenladen genau. Für das, ja, für die Tanne. Ja, genau, weil die Tanne, also diese Fake-Tannen bei Teddy und Kick, eigentlich wollten wir nämlich eine Fake-Tanne, damit es halt auch dann nicht so nadelt sozusagen. Ja, aber diese hier habe ich zum Beispiel, das ist Fake und ich finde die eigentlich voll okay. Die sieht gut aus, aber die bei Teddy und Kick sahen scheiße aus. Ja, und davon hatte ich halt nur noch drei. Das ist ein bisschen wenig. Deswegen nehmen wir jetzt echte Tanne. Die hat 3 Euro gekostet und ist einmal so ein richtig dickes Ding hier, das geht voll fit. Sollte auf jeden Fall reichen, weil wir haben auch nicht so große Teller. Also wir haben jetzt einfach so ganz normale Teller genommen, weil wir das richtig schön fanden. Auch das ist so ein richtig schöner Braunton. Ja, safe. Und wir halten das ja auch alles so beige, braun, grün. Ja. Eigentlich wollte ich eine Schwarzplatte haben, aber ich habe irgendwie keine schöne gefunden. Und dann hat mich das ja auch voll angesprochen. Deswegen bin ich jetzt damit auch ganz happy. Und ja, wollen wir jetzt nochmal ein paar Sachen zeigen, die wir gekauft haben. Bei Kick habe ich mir einmal hier so ein, ja, so ein Rentier, wie heißt es nochmal? Hirsch gekauft. Und eine Tanne. Und solche Kugelchen. Genau. Und so kleine Weihnachtskugeln. Ich habe eigentlich fast alles von zu Hause mitgebracht. Aber das hier zum Beispiel haben wir auch noch bei Kick gekauft. Das sind nochmal so ein paar Tannenzapfen. Und hier sind noch so zwei Sterne. Oder eine schon kaputt. Ja, das ist auch nicht schlimm. Egal. Dann habe ich von zu Hause auch so kleine Tannenbäume mitgebracht. 4 Stück. Ich habe erstmal so ein bisschen mehr mitgebracht. Dann kann man ja gucken, wie es aussieht am Ende. Ist voll schade, weil bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern, haben wir halt auch so ganz viel so Kleinkram, aber ich in meiner neuen Wohnung habe halt auch gar nichts, deswegen habe ich halt sogar keine Kleinigkeiten. Dann hat Jana hier noch so 3 Mini-Tannenzweige. Und so Zimtstangen. Und 3. Und dann noch ganz viele verschiedene Kübelchen. Ah, die hier sind voll schön mit dem Dings. Ja, auch so in verschiedenen Größen. Ja. Und wir gucken mal, wie wir das jetzt alles machen. Und genau, ich habe so braune Kerzen und da habe ich verschiedene Größen gekauft. Einmal so eine dicke große, eine dünne große und dann noch eine dicke kleine und eine dünne kleine. Und dann sieht das, glaube ich, ganz cool aus so. Ja, weißt du, da zeige ich dir auch direkt mal hier meine Kerzen. Ich habe hier so ein Set gekauft. Die sind etwas klein. Ich hätte gerne eine Größe größer von einen gehabt, aber gab es nur noch eine und die war kaputt. Deswegen habe ich jetzt die kleinere genommen. Und kann ich mir eigentlich auch so ganz süß vorstellen, wenn man die auch für ein Viereck anordnet. Ja. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ach ja, den kann ich auch nochmal zeigen. Da weiß ich aber leider nicht, wo der Herz ist. Ob der überhaupt jetzt noch drauf passt? Guck mal, es wird schon schwierig. Oh ja, müssen wir mal gucken. Aber den habe ich auch erstmal mitgebracht, weil ich den ganz süß fand. Gut, wollen wir dann erstmal loslegen mit der Tanne? Dann starten wir mal mit der Tanne. Soll ich das einfach so abschneiden? So oder so? Nee, ich würde schon immer so machen. So, ne? Ja, immer so. Den ersten. Oh, geht das nicht? Wir haben keine Gartenschere. Nee, das geht nicht. Oh mein Gott. Geht nicht. Da müssen wir kleinere abschneiden. Ja, da müssen wir echt. Den kriegen wir, glaube ich, nicht durch. Ah, das funktioniert. Oh mein Gott, ja. Das macht sehr viel Schmutz. Spritzt hier in alle Gegenden. Guck mal, also das so gute Fakes, finde ich. Ja, echt voll. Das ist original und das ist halt das Fake. Ja. Ich mache auch einfach wieder irgendwie. Nein, das ist super gut. Ich mache hier erstmal schon mal bei mir, bei meinen Kerzen, diese Dinge ab. Diese Folie hier. Das sind ja 2 übereinander. Die sind da so zusammengebunden. Und jetzt erstmal den oberen. Oh mein Gott, das ist echt wirklich. Das geht nicht. Ja, sonst mache ich erstmal wirklich nur so kleine. Ich glaube. Oh. So mega viel brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht. Nee, wir brauchen echt gar nichts. Guck mal, mein Teller ist ja schon voll gleich. Ich habe ja auch noch mal größere Kerzen. Ja, hier, diese Enden, die sind ja echt ganz schön. Ich glaube, die kriege ich durch. Guck. Mhm. Dann, guck hier. Sieht gut aus. Oh mein Gott, es spritzt wirklich in alle. Wow, das ist jetzt wirklich echt ungeil. Ja, ich glaube tatsächlich, das reicht jetzt auch schon, was ich hier gerade gemacht habe. Muss ich sagen. Wow, das ist wirklich sehr an meinen Kräften. Guck mal, das ist doch jetzt übelst viel, was wir haben. Ja, sieht gut aus. Nein, nur jetzt schon extrem. Ja, deswegen nehme ich auch eigentlich immer gerne Fake,
Aber wenn Fake halt mega scheiße aussieht, dann brauchen wir auch keine Fakes. Ne? Oh nein, ein Tannenzapfen ist verloren. Alter, diese Fieber-Nadeln, ey. Wow. Ich pack auch erstmal meine Kerzen aus. Ich freue mich richtig dolle, weil ist jetzt ja auch das erste Mal jetzt in der Wohnung und dann haben wir schon mal einen schönen Adventskranz, weil ich glaube, ich hätte mir keinen gekauft oder gemacht sonst. Und wenn man jetzt das hier so zusammen macht und dann sogar noch ein Video dabei dreht. Ja, ist cool. Ist perfekt. Weil ich weiß zum Beispiel gar nicht, wo ich meinen hinstellen soll. Auf deinem Nachttisch? Auf dem Schreibtisch? Ja, muss ich mal schauen. Ich glaube, das mag ich so ganz gerne. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die anrichte. Ich auch nicht. Ich glaube, ich muss hier erstmal auch so ein bisschen auslegen. Mit Tannen. Wir waren jetzt voll in unserem Film, ne? Voll konzentriert. Oh doch, ich glaube, das kann gut werden. Ja, ne? Ich glaube auch. Bei mir ist es jetzt natürlich auch sehr tannenlastig, aber an sich. Wie findest du es denn bei mir? Findest du es zu viel? Ich muss das sehen. Ich glaube eigentlich nicht, wenn da noch so anderes Zeug drauf ist. Ich muss echt, also so. Es wäre so Weihnachtsmusik cool, aber dann wird ja halt unser Video gesperrt. Schon wegen GEMA. Deswegen sitzen wir hier im Stillen. In der Stille. Stille ist doch auch schön. Außerdem können wir doch auch gut zusammen Stille ertragen. Nee, so finde ich es jetzt ein bisschen luftiger. So finde ich es ein bisschen besser. Muss ich sagen. Es hält halt, glaube ich, voll schlecht. Oh doch. Ich glaube auch. Ja, dein sieht gut aus. Findest du? Sehr gut. Meins? Warte, ich muss konzentrieren mich hier gerade vor. Doch, ich mag das, glaube ich, auch. Es ist ein bisschen luftiger jetzt nochmal geworden. Guck mal meins. Tja. Oh ne, das wäre auch gut. Cooli. Ja doch, das gefällt mir. Mir auch. Jetzt fange ich schon an. Cool. Ja, ja, das hier passt auf jeden Fall nicht mehr drauf. Das ist schon extrem voll. Habe ich gerade gelacht? Ja, ich will auch erstmal mit den Tanzen, glaube ich, anziehen. Ja, aber die sind ja auch nochmal relativ groß. Oh, ich weiß ja nicht. Irgendwie ist das ganz schön schwer. Weil der Teller ist schon nicht so groß. Nee. Schon echt, also ich finde es jetzt auch schon mit denen echt schwierig. Mann. Ach doch, die sind richtig schön, finde ich. Die Tannenzapfen, ne? Ja. Aber willst du auch diese Kügelchen nehmen, oder? Wir haben ja noch so Kügelchen drin, aber ich glaube, die sind hässlich. Das gefällt mir. Hm. Reicht mir jetzt auch schon an Tannenzapfen, muss ich sagen. Weil sonst ist mir, glaube ich, zu viel. Also bei mir hast du gar keinen von denen. Nee, die ist so groß. Echt? Für meinen. Oh doch, ich finde so. Also man darf echt nicht so viel, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier noch. Nee, jetzt ist too much eingefallen. Soll ich den drei nehmen? Reichen echt. Alter, das mit den Zimtschnecken sind mit den Zimtstangen ist voll cool. Die hätte ich auch gern. Voll blöd. Aber es gab voll viele. Ey, hä, wo denn? Ich habe keine Zimtstangen. Überall habe ich welche gesehen. Zimtstangen. Ja. Bei Tilly auch? Weil ich habe nur die Zimtstangen auf jeden Fall. Echt? Da habe ich immer nur diese Nelken gesehen. Nee, auch Zimtstangen. Oh echt? Oh scheiße. Weil ich habe die ganze Zeit geguckt. Oh Mann, ich dachte, du hättest die gesehen und hätte ich dir ja gezeigt. Ja, scheiße, nee. Ich dachte die ganze Zeit so, hä, wieso gibt es hier keinen Zimtstangen? Weil die, finde ich, machen das halt nochmal so ein bisschen Abwechslung rein. Ich habe so richtige Billo-Kugeln, ich glaube, und die sind auch mit so einem Draht befestigt, dass man die, glaube ich, halt so an Kranz ranmachen kann, aber ich glaube, ich schneide die einfach ab. Du kannst also auch welche noch von mir drehen, ne? Ich habe ja echt viele dabei. Ja, gucke ich gleich mal, wie das bei mir aussieht. Was ist mit der hier? Die jetzt glaube ich einfach hier ab. Das sieht doch scheiße aus. Hä, ja, das ist so geil, gerade. Ja, der passt irgendwie für jetzt nicht so gut ins Farbschema irgendwie auch. Weil aber ich muss ein bisschen weiß mit reinnehmen. Aber da hast du doch die Kugeln. Ja, aber wie viele Kugeln soll ich denn hier drauf klatschen? Ich probiere jetzt erstmal ein bisschen was aus und dann schauen wir mal, wie es wird. Also ich finde, deiner sieht irgendwie richtig hübsch aus. Ja, aber irgendwie reicht es auch schon. Ja, ich finde, der hier ist ein bisschen zu viel, weil ich würde eher dann lieber ein paar mehr Kugeln nehmen. Oh Gott, die habe ich ja auch noch. Ja, die passen jetzt hier irgendwie gar nicht rein, finde ich. Stimmt. Das passt jetzt für mich hier überhaupt nicht hin. Also ich finde eigentlich, ich bin schon fast fertig. Ach, obwohl, so. Jetzt hier so. Ja. Schwierige Entscheidung hier bei mir gerade. Ach, obwohl doch. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ah, nee. Ich mag das nicht hier mit diesem komischen Rentier. Das passt einfach nicht so in meine Ästhetik, muss ich sagen. Sieht nicht so clean aus mehr. Hm. Das sieht irgendwie so richtig. Meiner sieht so richtig gestaged aus. Irgendwie. Oh, ich weiß nicht, ob ich das mag. Nee, ne? Der passt da gar nicht rein. Das ist ein bisschen too much dadurch. Ja, ne? Aber sonst finde ich es echt ganz süß. Mit den Kügelchen. Ja, das, aber die beiden, finde ich, passt einfach nicht.
Schade, umsonst gekauft. Weiß ich irgendwie, ob ich das hier so mag mit meinen zwei Kugeln immer so zusammen. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich alle Kugeln bei mir die gleiche Größe haben. Das mag ich einfach nicht so. Ich finde, deiner sieht irgendwie richtig schön aus, muss ich sagen. Bei Jana, deinen sieht man die ganze Zeit gar nicht, ne? Oh, nee. Scheiße, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das sehe ich nur, du bist so hier am Arbeiten, nicht so. Scheiße, was hab ich denn gemacht? Ja, natürlich hier ist er. Das ist auch voll schön, soll ich noch mehr machen? Ich, mir gefällt es, glaube ich, besser, dass deine Kerzen größer sind. Weil ich habe, glaube ich, so viel kahlen Raum. Daher sind sie schon sehr klein, ja. Und dafür ist irgendwie so viel Tanne. Oh nee, ich finde, es geht. Oh nee, ich weiß nicht. Ich finde nur, dass halt so ein bisschen kahl ist. Weil dir muss noch mehr rauf. Und sind noch ein paar Kugeln von mir. Ja? Ja. Kann ich die nehmen? Die mit dieser Schneeflocke? Aber bist du dann fertig mit deinem schon? Ja, ne? Ich weiß es. Aber guck mal, ich weiß auch nicht. Ja doch, das nimmt schon so ein bisschen besser, ist schon ein bisschen besser so. Aber hier, die ist gar nicht so groß. Ja, die beiden, ne? Die passen halt zu meinen, aber die sind schon sehr groß. Ach, obwohl, guck mal, es geht eigentlich, oder? Nee, jetzt so kugellastig. Ich habe halt immer vier Kugeln. Ja, deiner sieht irgendwie besser aus. Wie, ja, findest du? Doch, finde ich schon, weil diese Kerzen schon mehr Platz einnehmen. Meins sieht so gestaged aus, so ich weiß auch nicht. Ich finde deinen auch schön, nur halt kleiner. Also die Kerzen. Ja, die Kerzen kleiner. Hätte ich größer holen sollen, tatsächlich. Aber sonst ist der auch schön. Ich weiß halt nicht. Also es ist halt schon so ein bisschen mickrig. Auch ihr habt so einen großen Tisch und du willst ihn doch auf dem Tisch stehen haben, oder? Mit ja. So kleinen Kerzen. Stimmt. Vielleicht kaufe ich mir nochmal größere Kerzen. Hätte ich vielleicht einen kleineren Teller nehmen sollen für so kleine Kerzen. Ich weiß irgendwie nicht, ich hätte auch gerne irgendwo noch hier so einen Tannenzapfen, was ich irgendwie alles tue. Bei mir reicht es doch, oder? Ich bin mir irgendwie unsicher. Guck mal, so mag ich es eigentlich voll. Ich mag den eigentlich. Ist er auch, er ist schön. Ist halt süßer, kleiner Pups. Ich komme mir jetzt aber irgendwie nicht so gut vorstellen, weil so ohne das drumherum sahen die so ein bisschen zu groß aus für den Teller. Aber jetzt mit Deko sieht es halt schon stimmiger aus, so, ne? Irgendwie ging das jetzt zurück? Geht zurück? Okay, geht zurück. Also irgendwie will ich jetzt große Kerzen haben. Ich habe noch so ein bisschen, aber nee, es passt einfach nichts mehr. So rum steht da dann. Ach doch, ich mag den. Ich hätte gerne halt auch, die sind auch perfekt, weil die so ein bisschen kleiner sind, diese ja. Tannenzapfen. Weil zum Beispiel jetzt hier passt kein großer, aber so ein kleiner wäre schon noch ganz gut. Ja, die sind schon sehr groß. Ja, ja, ne, ich habe mir die auch kleiner vorgestellt. Ja, und halt auch ein bisschen ärgerlich, dass das halt nicht mehr mit drauf passt. Oder dass es einfach nicht so dazu passt. Ist halt noch, weil dann noch mehr weiß. Du hast ja. Halt so viel weiß schon. Ja. Rote Kerzen wären vielleicht ganz cool gewesen. Der würde bei mir schon. Ja, hinpasst doch, aber wäre auch schon much. Ist irgendwie einfach zu groß, finde ich. Ja, bei mir passt es halt nicht, weil meine Kerzen zu klein sind. Ja. Weil zu groß sind für den. Aber farblich würde es besser passen. Ja, safe. Ich liebe Weihnachtszeit. Ich auch. Ja, wollen wir da ein bisschen Ordnung schaffen? Die Kerzen anmachen, das einmal abfüllen für euch? Aber die Kerzen jetzt schon anmachen, ist ja noch gar kein Advent. Ja, ist doch scheißegal. Ein nur fürs Video. Oh Mann, oh. Wir können es auch einfach so abfüllen. Wir machen es einmal an und dann. Wir gucken gleich. Mal. Doch, wir zeigen die angezündet. Die sind schon schön. Also, ich finde es auch cool. Also Leute, ich habe dafür, glaube ich, jetzt 10 Euro. 10, 12 Euro ausgegeben. Also klar, ich hatte auch schon die Kugeln. Aber du hast ja auch nicht unbedingt mehr ausgegeben. Nee. Oder? Nee. Also. Deswegen. Höchstens vielleicht 15 Euro ja. Und dafür hat man wirklich echt ein schönes Ding und die Sachen sind ja auch alle, bis auf jetzt die Tanne und die Kerzen, wiederverwendbar. Ja, das stimmt. Also, es ist halt Deko, die man ja auch behalten kann fürs nächste Jahr. Ja. Und ich meine, die Tanne hat 3 Euro gekostet. Ja, und wir 50. Haben extrem viel noch über. Ja, also guck mal. Du kannst damit ja vielleicht noch irgendwas anderes machen. Was denn? Ja, stimmt. Ich wollte eh hier noch ein bisschen Tanne verteilen. Ja, das ist echt schön eigentlich für 3 Euro. Ja. Fazit ist, ich hätte ein bisschen größere Kerzen verwenden sollen. Sieht ein bisschen lost aus, aber an sich trotzdem schön. Findest du nicht, dass ich noch Kugeln drauf machen muss? Nee, vielleicht hier noch eine. Aber sonst finde ich nicht. Weil ich finde, die Mitte sieht man, finde ich gut so. Weil da wäre sonst ja, das finde ich auch too much. Nee, ich finde, das reicht voll, weil hier hast du Zimt, hier hast du Tannenzapfen, hier bist du auch beides, hier ist auch noch ein Stern. Ja. Ich würde das so lassen. Ich auch.
Ja. Das sieht auch schön aus, wenn ich mir den so angucke. Wirklich schön. Ein bisschen minimalistischer sieht der irgendwie aus, finde ich. Dadurch, dass er so clean ist. Ich muss das jetzt mal sehen, wenn alles andere so da drum weg ist. Ja, ich auch, ne? Okay, dann lass uns Ordnung machen. Ja. Und dann zeigen wir euch die fertigen Ergebnisse. Ja. Auch gerade schon noch mal fertig gesehen, wie es aussieht. Ich finde, also, weil ich habe also die ganze Zeit so ein bisschen gemeckert, sag ich mal, aber jetzt, wo ich es auch noch mal so angesehen habe, finde ich die Kerzen gar nicht mehr so klein. Also, es wirkt auf jeden Fall, ich finde es richtig geil. Ich finde beide richtig schön. Ich mag meine jetzt auch voll gerne. Ja, sind halt beide ziemlich ähnlich. Ja. Aber beide schön. Ja, also müsst ihr halt wissen, was für euren Geschmack besser ist. Große Kerzen, farbige Kerzen, weiße Kerzen, kleine Kerzen, ne? Ja, man kann auch noch, finde ich, immer ganz gut doch so irgendwie ein paar rote Akzente reinmachen mit diesen Bären oder so. Da gibt es ja auch mal echt schön. Stimmt, das finde ich auch schön. Ja, aber ich muss echt sagen, ich mag meine jetzt doch richtig gerne, auch mit den Kerzen. Also, ja, macht es auf jeden Fall mal nach. Vor allem, also mit Freunden, finde ich, macht es einfach mega viel Spaß. Es ist eine richtig schöne Aktivität auch und es ist günstig, es geht schnell, es ist cool und schön. Und macht Spaß und man hat am Ende halt auch was Schönes für die Weihnachtszeit, was gemütlich ist. Safe. Ich finde es richtig geil, dass wir das gemacht haben. Ich freue mich richtig darüber. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt auf jeden Fall diesem Account, also abonniert gerne. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasst auch gerne einen Kommentar oder ein bisschen Feedback. Wie ihr schon gemerkt habt, wir machen ja so eine kleine Weihnachtsreihe. Also jetzt im Winter, in der Weihnachtszeit, kommen ganz viele Weihnachtsvideos von uns. Um da nichts zu verpassen, solltet ihr auf jeden Fall immer fleißig einschalten und abonnieren. Ja, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein und wir sehen uns. Ciao. Ciao.